So, unser Spiel 2 für heute, oder unsere zweite Demo von der Tacticon, heißt Star Vaders. Es hatte einen interessanten Stil. Ich kann mir aber eigentlich so gameplay-technisch noch überhaupt nichts darunter vorstellen. Deswegen gucken wir da mal rein. Mal sehen, wie lange. Ich weiß gar nicht mehr so genau, was es genau ist. Wirkt da auch so ein bisschen schiebepuzzelig wie das Howl, was wir zuvor gespielt haben, aber mal gucken. Wir gucken einfach mal rein. Finden wir es raus. Dafür sind wir ja da. Act 1, Defend the Skies. Hi, I'm Tippy and I'm here to teach you how to pilot your mech. Okay, wieder ein Mech-Spiel. Press the proceed button to start. So, was haben wir hier? 5 days remaining. Act 1, choose an encounter. Das sind wahrscheinlich wir, Doom. Wir machen einfach mal weiter. Wir machen einfach mal das, was uns gesagt wird. Okay, es war auf jeden Fall was mit Kart-Mechanics. Die Anki gefällt die Musik, dann machen wir mal ein bisschen lauter. To win, you must destroy all invaders. Take cards from your hand to move your mech or attack the invaders. So, Shift. Move up two tiles. Up to two tiles. Star Vaders klingt wie Darth Wars. Darth Vader. So, Fire One Dings. Wann bewegen die sich denn? Moves down each turn, okay. Heat 3, das gibt Heat, oder was? Ja, wir schießen jetzt einfach mal auf den. You can play the fire card by selecting anywhere on the grid. Ja, ja. Cards generate heat and are moved to your discard pile when played. Aber gut, wenn ich überall hinschießen kann, dann ist ja eigentlich easy peasy, oder? Warum ist die Musik jetzt so dumpf? Hä, hat sie nicht gerade gesagt? Oh, verdammt, können wir das nochmal rewinden? Aber wir haben keine Chrono-Token. Gut, dann fand ich die Information gerade misleading. Dass er gesagt hat, we can shoot anywhere. Habe ich scheinbar doch nicht ordentlich gelesen. Verdammt. Cards with flames mean they will overheat when played, which burns the card immediately ends your turn. Your burned cards are temporarily unplayable until the end of the encounter. Okay. Ach du Scheiße, da kommen ja noch mehr. Nova Bomb. Taktik. Spawn a Nova Bomb up to 4 tiles away, which detonates when destroyed. At the start of each turn, you will draw 5 cards and reset your heat sink. If you need more info on a card, such as Nova Bomb, you can always right-click on them. Adjacent. Click for more info. Even more info. Detonates and strikes adjacent tiles. Okay. So, aber die kommen ja dann alle zeitgleich runter, ne? Und das kostet alles immer ein Gedöns, oder was? Das ist fast wie Bomberman hier. Invaders that reach the bottom 3 rows or survive for too long will start channeling Doom. At 10 Doom you will lose. Okay. Does the game have adjacent? So, wir sind aber schon am Overheaten, von daher chillen wir, glaube ich, mal eine Runde. Aber wie lange geht das denn? Wie lange kommen dann hier gegen? Was ist denn was denen? Fires down at you. Okay. So, einmal rüber walken. Achso, der schießt. Und der schießt nicht, oder was? Danger Zone. Peng. If you ever make a mistake or need a new hand, you can always spend a Chrono Token to rewind. Der schießt. Bonk.
Okay, es ist also quasi ein bisschen Space Invaders mit Karten. Und so. Ich frage mich halt nur, bewegt der sich jetzt immer oder schießt der immer oder hat der sich jetzt entschlossen zu schießen oder? Oder schießt er diese Runde nicht? Doch, er schießt auch wieder. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Entscheidung war. Woran kann ich an irgendwas sehen, wo die Gegner kommen, die nächsten? Und wie lange geht diese Runde überhaupt? Das hier der Fortschrittsbalken? Ne, das ist der Doom-Balken. Hätte ich doch nach ganz links gehen sollen? Damit habe ich einen Zug. Wobei ich kann ja auch erst schießen. Dann ist es nicht ganz so wasted. Nein! Verdammt! Okay, geschafft. Victory. Kiste. So, pick a card. Clusterfire. Attack. Fire one bullet up from your mech and from each bomb. Oh. Okay. Das ist krass. Fire one bullet from your mech and from each bomb. Das ist ziemlich stark. Also Prime Tactic. Push your mech down. Your next card played gets plus one repeat. Push your mech down. Your next card played. Weiß ich nicht. Finde ich nicht so stark gerade. Crossfire. Attack. Fire one bullet up that splits into two on hit. Also irgendwie finde ich die Bombe schon sehr stark, aber die braucht natürlich auch viel Vorbereitung. Ich glaube, ich nehme Crossfire. Das ist auch ganz gut. Wobei das hier ist episch, ne? Da ist ein violetter Strich drunter. Also ich glaube schon, dass das das Stärkste ist, aber das ist eine Mischung aus stark und einfach zu spielen. Ne, wir nehmen das, wir nehmen es. Wir müssen Epic Loot nehmen. So. Okay. Wir dürfen neue Kämpfe wählen. Für ein Upgrade oder ein Artefakt. Ich weiß auch nicht, was ein Artefakt macht, aber. Upgrade. Beijing in Danger. So, ist das ein Wortwitz? Oder einfach nur. Okay, hier ist auf jeden Fall ein Gegner dabei, ein Gegnertyp, den wir noch nicht kennen. Ein Upgrade heißt, wir können eine Karte upgraden, die wir schon haben. Naja, wir gucken mal, was ein Artefakt ist. So. Was? Und konnte ich die überall hinschmeißen? Ja. Was ist eigentlich? Können die an der Nova Bomb dann nicht vorbeilaufen? Oder greifen die dann an oder so? Kann ich quasi auch die Gegner die Bombe kaputt machen lassen? Alles klar. Danke fürs Reingucken. Danke für deinen Prime Sub und schönen Restsonntag noch. Das ist aber viel. Kann ich da eigentlich auch dran vorbeischießen an der Bombe? Und moin, Obi. Auch schon wieder überlesen. Oh Mann, ey.
So, fire one bullet from your mech and from each bomb. Ach so. Okay, schade. Ich dachte, die Bombe schießt in alle Richtungen. Sie schießt aber nur nach vorne. That's disappointing. Mistakes have been made. Also, was steht hier? Some entities can gain shield, which must be broken before they can be destroyed. Okay. Und moin Jackie, hallo! Wie geht's dir? Are you back from Korea? Bin ich ja fast am überlegen, weil es macht ja irgendwie keinen Unterschied, ne? Also würde ich sie lieber destroyen. Ach, erste Nacht zu Hause wieder, okay. Bin ich ja quasi just in time mit der Frage. Wie war es denn noch? Hattest du eine schöne Zeit? Was ist das hier eigentlich? Habe ich das jetzt schon? First time you overheat, draw two cards and get plus two heatsink next turn. Oder kriege ich das erst noch? Oder habe ich das jetzt schon? War sehr, sehr cool. Perfekt. Der Flug war Killer. Wieso? Was war los? Komplikationen oder Turbulenzen? 14 Stunden nonstop. Bluh. Ja, mit sowas kenne ich mich nicht aus. Bin bisher nur einmal geflogen, glaube ich, oder höchstens zweimal. Und das war auch nie so lang. Problem ist, ich komme hier nicht so schnell rüber nachher. Noch eine Bombe. So, die drei kill ich jetzt mit der Bombe. Dann könnte ich, aber die beiden sind eh nicht auf einer Höhe. Und daher bringt mir die Bombe eigentlich nicht so viel. Oh, ich kann aber nur einmal bewegen. Das ist schlecht. Dann eine Bombe hier hinstellen, damit er sich vielleicht nicht vorwärts bewegen kann oder so. Ah! Dann läuft er schräg. Interessant, okay. Konntest nicht schlafen. Tagesflug. 12 Uhr ging's los, 19 Uhr kamen wir hier an. Na dann ging's ja noch. Na okay. Ich weiß halt nur auf dem einen Flug, der ein bisschen länger war, da war ich halt so kaputt von der Zeit dazwischen. Dass ich da auch im Flugzeug geschlafen habe. Aber gut, ich kann auch ohne Probleme in Autos und generell überall schlafen. Von daher bin ich da, glaube ich, jetzt nicht der Maßstab. So, aber der Doom kommt erst, wenn der da länger stehen bleibt, scheinbar. Dann würde ich sagen, gehen wir hier mal rüber. Sollen wir hier noch eine Bombe hinlegen? Vielleicht ziehen wir ja die Karte mit dem Bombenschießgedöns. Dann können wir den direkt mitkillen. Ich muss mir das mal angucken hier mit dem Jawpile. Dann könnten wir das auch besser abschätzen, aber hat auch so geklappt. Also machen wir jetzt nämlich die hier. So. So, Artefakt. Aber jetzt hatten wir auch gerade schon Artefakt, komischerweise. Naja.
Gravity Well. When you place a bomb, pull nearby entities towards it. Nee, fühle ich nicht. Draw one additional card each turn. After you shuffle your draw pile, gain a jam. Was ist denn ein Jam? Junk. Achso. Okay, also ich krieg halt. Okay, after you shuffle. Wird halt, es wird halt immer schlechter, je länger der Kampf dauert, kriege ich dann immer mehr von diesem Quatsch ins Deck. Your mech is a bomb. It detonates and strikes adjacent tiles when struck. Wenn ich selber eine Bombe bin, mache ich dann auch einen zusätzlichen Schuss. Ist das schon eine Combo? Naja, why not? Das klingt irgendwie ganz nett. So, ich muss aber mal ganz kurz auf Toilette. Ich kann mich sonst nicht konzentrieren. Gleich wieder da. So, neue Karte, ein Upgrade. Dann gucken wir uns jetzt mal an, was so ein Upgrade macht. So, und jetzt kann ich auch wieder einigermaßen klar denken. So, okay. Dann benutzen wir die Bomben jetzt doch erstmal einfach als Geschütztürme, würde ich sagen. Auf der quasi fast Last Line, wobei hier ist ja eigentlich die Last Line of Defense. Ui, da ist ein komischer Angel. Der schießt doch bestimmt trotzdem einfach nur gerade, oder? Und trifft den ersten. So, Shield broken. Nee, ich muss mich erst bewegen, verdammt. War das doch eigentlich ein ganz nettes, kleines, kurzweiliges Spielchen hier, oder nicht? 1000 Punkte für den Dingsbums Guardian, das ist ja krass. Nee, nicht laufen, schießen. Nein, nicht schießen. So. Peng. Peng. Das war's schon. So. Wir können jetzt eine Karte upgraden. Und das Upgrade ist nur das hier unten. Also wir können unserer Bombe, wenn wir eine Bombe spawnen, schießt sie auch noch direkt einen Schuss nach oben. Ist eigentlich ganz nice. So, if unplayed, gets plus one repeat next time it's played. Ja. Sneko. Plus one repeat and its cost is randomized. Also das hier ist auch wieder episch. Das hätte für mich jetzt auch das meiste Potenzial, aber auch wieder ein bisschen schwieriger. Bombe schmeißen und schießen könnte auch wasted sein. So ein Repeat hier ist schon stark. Und ich glaube, man kann auch stattdessen skippen. Wenn man dann hier den Proceed-Button drückt, kann man auch sagen, man nimmt keins der Upgrades und nimmt stattdessen einfach nur hier Sterne wahrscheinlich. Okay, jetzt kriegen wir ein Geschenk noch zusätzlich. Neue Karte. Hellfire. Auf jeden Fall sehr feuerlastig, das Spiel. Say hello to spawn, my little friend. So, was macht denn my little friend?
My little friend copies bullets fired from cards with fire in its title. Self-destructs when your turn ends. Okay, also ich kann einfach einen zweiten Roboter sozusagen machen, der dann alles nachmacht von mir. Aber gut, der schießt dann halt einfach auf der Lane noch mehr. Also eigentlich so ein bisschen wie die Bombe, die ich eh schon habe. Boah, das sind alles Legendaries, oder was? Krass. Copycat. Create a copy of a card, purge this card. Da könnte ich mir das zweite Mal noch diesen Schuss da kopieren. So, was macht das hier? Fire one bullet up in a random column above you for each heat in your heatsink. Boah, das ist aber auch stark. Fire with fire und Haltung annehmen, das ist frech. Jetzt doch gerade so bequem. In a random column above you. Aber was bedeutet denn das hier? Bedeutet das? Nee. Das macht 3 Heat oder was? Das kostet 3 Heat. Also muss ich gerade nochmal überlegen. Rows und Columns. Das sind Spalten. Okay, up a random column. Ja, okay, up zeigt ja eigentlich auch, dass es von oben nach unten ist. Ich hatte nur dieses above you verwundert, aber gut, dann fängt es wahrscheinlich einfach in einer Reihe über mir, in einer Zeile über mir fängt es an, in einer random Spalte zu schießen. Aber dass das Ding 3 Heat hat, verwirrt mich ein bisschen. Ich nehme mal die Copycat und hoffe dann, meine Special-Karte zu kopieren. Und dann setze ich mich mal ordentlich wieder hin. Ich habe ja auch meinen Stuhl einfach zu weit in den Chill-Modus gebogen. Vielleicht sitze ich deswegen so komisch immer. So, Min's Workshop. Was gibt's da denn Schönes? Können wir da jetzt Sachen für Sterne kaufen? Sieht so aus. Das ist Min. Tipp. Min's Tip Jar. Click to donate 1000 Stars to Min. Wishlist the full game to discover Min's story. So, was ist das hier? Achso, das ist eine geboostete Karte schon. Also unten rechts an diesem Icon erkennt man immer, wenn die irgendeinen Boost schon drauf hat. Choose a tile on the bottom row. Fire one bullet up from that tile when your turn ends. If you just played a move, plus one repeat. Auch nicht schlecht. Quickfire. Fire one bullet up. If you destroy an entity, make a random card free this turn. Auch nicht schlecht. Breakdown. Your mech detonates and strikes adjacent tiles. Gain a gem in your hand. Draw 3 cards. Cards drawn with fire in its title are free this turn. Minefield. Start with 3 bombs on the grid. Oh, das ist natürlich krass. Kann ich mir aber nicht leisten. Boah, das wäre richtig krass mit meiner Kartenkombi gerade. Shrapnel. All detonations also fire bullet in a random upward direction. Und wir können Karten removen. Aber eigentlich bin ich auch recht zufrieden mit dem, was ich schon habe. Glaube ich. Wobei das hier schon auch schon stark ist. Wer macht die 100% voll? Jetzt noch 1500 oder was? Oder ist es schon voll? Nee, ist voll, oder? Jetzt ist voll. Der Feier hier noch mit seinen 484. Dann Glückwunsch zum erfüllten Community Goal. Das heißt, Community Goal im Juni findet statt. Ich glaube, dass ich auch schon mit relativ großer Sicherheit sagen kann, dass er am 3. Juni stattfinden wird. Und jetzt kommt auch noch eine Spende dazu. Ich werde ja nicht mehr. Jetzt muss ich wieder eine halbe Stunde den richtigen Zettel suchen, wo ich das aufgeschrieben habe. Kann ich nicht. Ich will meine Punkte zurück. Tja.
So ist das manchmal. Da fällt mir auf, ich habe scheinbar noch gar nicht alle Personen richtig aufgeschrieben. Ich lasse da mal sicherheitshalber eine Lücke. Ah, jetzt kommen die alle mit ihren Spenden. Hallo. Ich habe die alten noch gar nicht gemacht, aber gut, hat sich jetzt ein bisschen was angesammelt. Andi will auch noch. Wir werden in Gedanken mit dir spielen. Okay, Obi will auch noch. Oh Mann, das wird eine richtig dicke Spende. Da muss ich mir was... Oder ich muss es auf... Entweder muss ich es aufsplitten oder ich muss mir was richtig Kluges überlegen, wo wir das hinspenden. Gut, danke euch für eure Punkte und eure Spenden für den guten Zweck. Wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, 3. Juni, 20 Uhr im Discord wird dann der Community-Abend stattfinden. Event wird noch im Discord erstellt, aber könnt ihr euch schon mal einplanen und freihalten. Oder wieder frei machen. So, ich mache mal weiter hier. Ich weiß aber wirklich nicht, ob ich hier was kaufen soll. Ich bin eigentlich total zufrieden mit meinem Deck. Aber die hier benutze ich ja jetzt noch auf das. Wir ziehen immer 5 Karten pro Runde. Ich würde eigentlich lieber so ein Artefakt kaufen. Was war das mit dem Feierkarten? Achso, das hier. Aber so viel richtig viele Karten ziehen bringt ja auch nichts, weil wir dann halt overheaten. Das finde ich halt auch nicht so geil. Aber Quickfire finde ich auch ziemlich nice. Und die finde ich eigentlich auch ziemlich nice. Und die ist halt schon geupgradet. Ja komm, wir kaufen die jetzt mal. So. Dann geben wir noch einen 1000er Tipp. Auch wenn wir in der Demo hier nichts damit machen können. Aber einfach nur, weil wir Good Guy sind. Okay. The Mothership. Oh, ist das erste Boss? Well done, you've reached the first boss. Some entities like the Mothership can gain and lose immunity. They can't be harmed while they are immune. Until the turn after both wings are destroyed. Okay. Bitte noch temporarily move. Okay, scheiße, ich kann mit der Copycat-Karte kann ich mich auch jedes Spiel immer umentscheiden, was ich machen möchte. So, das heißt doch eigentlich, oder? Wenn ich hier jetzt schieße, bin ich erstmal safe. Und wenn ich just a move card played, wenn ich jetzt mich einfach mal nach vorne bewege, dann kann ich die jetzt hier zweimal machen. Okay, aber stimmt, am Ende des Zuges wird da erst geschossen. Warum hatte ich gerade ein Ausrufezeichen? Warum habe ich ein Ausrufezeichen? Macht das Mothership irgendwas? Nee. So. Ach du Scheiße. Noch eine Spende. Das gibt's ja gar nicht. Da muss ich ja erstmal zur Bank gehen vorher. So, ich würde sagen, die knallen wir direkt weg. Okay, das Ding schießt jetzt hier scheinbar irgendwo hin. Achso, auf so eine Kreuzstruktur. Kein Abendessen für uns. Ja, ich habe jetzt leider keine Bombe und kein Gedöns. Soundtrack ist ganz cool, ja.
Buch. Oh, dankeschön, Obi, für deine Spende in meinen Topf fürs Abendessen. Dankeschön. Dafür kann sich dann Anki was Schönes kaufen. Damit Anki nicht verhungern muss. Immune on first turn. Aber dafür kriegt das dadurch, dass wir das jetzt nicht benutzen können. Oder nicht benutzen wollen, vielleicht auch. Kriegt das wenigstens ein Plus One. Sollen wir dann einfach hier noch mit drauf schießen? Bringt das was? Okay, Schild kaputt. Ah, oh, ein Röllchen-Eis. Ach, die Dinger schießen sogar auf unterschiedliche Sachen, oder was? Immer noch nicht die Copycat-Karte, das passt ja überhaupt nicht. Das bringt jetzt leider nichts. Aber vielleicht, wenn ja trotzdem das Schild irgendwie weggeht, wahrscheinlich nicht. Aber gut, ich kann jetzt eh nichts Besseres machen gerade. Ich habe gerade kein Glück, dass meine Copycat-Card im gleichen Zug kommt wie die andere Karte. Bisschen unlucky. Aber wir haben das eine Ding kaputt gemacht. Frage ich mich nur, ob der das dann spawnt? Nee. Aber interessant, dass die sich auch verschieben können. Okay, eine Bombe. Sagen wir, platzieren die einfach mal provisorisch hier. Dann moven wir noch out of the way. Nein, ist er zur Seite gegangen. Nein, und er detoniert meine Bombe. Verdammt. Das bringt auch nichts. Bombe haben wir auch nicht. Copycat Card haben wir auch nicht. Ist halt die Frage. Ich könnte meine Bombe damit beschützen, wenn wir zur Seite gehen und zweimal schießen. Alles für die Bombe. Ach, immer noch nicht. Wann kriege ich denn mal die zwei Dinger zusammen hier? Und das ist ein bisschen doof, wenn die immer auf der gleichen Lane hier sind. Kann ich auch zweimal von der gleichen Bottom Row schießen? Scheinbar, okay. Okay, das ist nice. Lieber eine Bombe legen, statt zu schießen. Jetzt habe ich das alles nicht gebraucht, hier meine geile Bombentaktik. Mann, ey.
Red Giant. Increase the radius of all detonations by one. Das ist natürlich auch stark. Holzmann Shield. Any shield broken by your bullet detonate, striking adjacent tiles. Okay. Das ist eigentlich auch ziemlich stark. Und NG89. Each turn a random attack in your hand gets plus one repeat the next time it's played. Each turn a random attack in your hand gets plus one repeat the next time it's played. Na ja, gut, auch wenn mir das Spiel gerade sehr gut gefällt, würde ich es trotzdem jetzt hier schon mal beenden. You made it to Act 2. When you reach a new Act, you refill your Chrono Tokens and your Doom is halved. Okay, perfekt. Finde ich sehr cooles Spiel. Ich sehe jetzt schon schöne Kartenkombinationen, die man spielen kann. Und es sind jetzt eigentlich übliche Mechaniken, die man so kennt aus Card Games. Das mit dem Grid habe ich so in der Form jetzt noch nicht gesehen. In Kombination mit dem Card Game. Aber ich finde das alles schon ziemlich cool gemacht. Macht Spaß. Ist direkt, also ist irgendwie einsteigerfreundlich, finde ich. Ja. Tacticon oder Cardicon? Ich glaube, das ist beides das Gleiche. Also ich werde es auf jeden Fall noch ein bisschen länger spielen, denke ich. Mir hat es Spaß gemacht. Ich bin, habe jetzt schon Bock, da irgendwelche Kombinationen zu basteln. Ja. Ist, glaube ich, ein schönes Spiel für zwischendurch. Krabbenempfehlung geht raus. Ich sag schon mal tschüss. Und wenn der Fire sich auf die Wishlist gepackt hat, dann muss das ja auch was heißen. Tschüss YouTube. Bis zum nächsten Spiel.